Hallöchen, meine Gäste, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Portia. Heute ein etwas geschnittenerer Part, gehe ich mal davon aus. Moment. Mir fehlt Alu schon wieder. Ist ja jetzt auch egal. Ja, es ist ein kleines Malheur passiert. Mein Computer hat einfach mal... Ich lösche ja hin und wieder mal die ganzen Speicherstände, dass ich so ein bisschen Blick habe. Mache mir Backups von den Sorten, Konsorten, und leider ist mir ein Fehler unterlaufen und habe hin das Backup von dem letzten Aufnahme gehabt. Und die andere wurde, ist zerschossen gewesen, also musste ich, hatte ich noch ein Backup gehabt von, sag ich mal, von, bevor ich in die Euphela-Tunnel da gegangen bin vor der Mission und musste alles nochmal nachspielen, deswegen nicht wundern, dass hier so viel anders ist. Ja, aber es ist jetzt egal. Suche immer. Ja. Hä? Och. Ich bin auch wieder sowas von verpeilt. Wie immer. Hallo, wo bist du denn? Hast du deine Gruppe verpasst, oder was? Oh, schön, dass du es geschafft hast, Lori. Lass uns gehen. Ja, wohin gehen? Wieder zum Peach Blase, oder was? nehmen wir die lange oder die kurze Strecke? Egal. Ja, zum Ziel gelangt. Und nun? Wo müssen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Wo müssen wir denn hin? Da hinten! Junge, 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 hallo. Guck mal, das ist sogar deine Kollegen. Die sind sogar schon fertig mit Trainieren. Und wie schlägt denn? Wie geht's dir? Mir geht's den Umständen entsprechend. Danke der Nachfrage, Sam. Ich muss jetzt mit deinem Chef erstmal trainieren. Achso, hier müssen wir ja hin. Hä? Wo müssen wir denn hin? Achso, hier. Du scheinst schon ziemlich fit zu sein, Alu. Bist du sicher, dass du dich nicht so sehr quälen musst? Ja. Bin ich mir sicher. Ich habe niemanden davon erzählt, der Grund, weshalb ich so hart trainiere, ist aber... Oh, ja, was? Weil ich schon mehrfach durch die Aufnahmeprüfung gefallen bin. Ich trainiere für das nächste Mal. Ich kann diesmal nicht noch einmal versagen. Daher muss ich härter trainieren. Du bist schon mehrfach durch die Aufnahmeprüfung gefallen? Mit dem fliegenden Schwein? Alter, was sind denn das für Drecksäcke? Alleine nach den beiden Tagen laufen siehst du schon härter aus. Ich werde jeden Tag der Woche hier trainieren. Wenn du also Zeit hast, schau einfach vorbei. Das kann ich mir gar nicht... Bert, alles in Ordnung mit dir? Das kann ich mir eigentlich gar nicht so vorstellen, weißt du? Dass der das nicht packt, eigentlich. Bert, was meinst du dazu? Nichts, ne? Kurios, kurios, weil der ist doch eigentlich fit. Ein fitter wie ich auf alle Fälle. Ja, ich weiß, dass die viel geschlagen ist, ist mir aber jetzt Rille. Ja, und deswegen ist hier immer ein bisschen... Sonja mache ich jetzt noch nicht. Ja, jetzt latschen wir... Wieso habe ich eigentlich mein Pferd nicht mit? Weiß ich immer noch nicht. Gut. Guck mal, deswegen hier sind die Sozialdinger ein wenig anders gestrickt. Mit Sam müssen wir dann noch halt. Schnicki Schnacke im Ei, Schnicki. Und wir haben jetzt hier, liebe, eine bestimmte Sache, die Alu möchte irgendwas von uns. Okay, dann gehen wir mal zu Alu hin. Ja, spannend, spannend, spannend. Warum habe ich eigentlich mein Pferd nicht mitgenommen? Ich bin so. Ist ja auch jetzt völlig egal. Hallo Phyllis. Hm.
Gut, Arlo, was willst du denn? Oh, hey there. Lori, hast du mal einen Moment? Was ist los, Arlo? Es ist etwas Persönliches. Ich wüsste gerne deine Meinung dazu. Kannst du mir aber versprechen, dass du es sonst niemandem erzählen wirst? Versprochen. Danke, wie wäre es, wenn wir uns zuerst zum Zentralplatz... Wenn wir zuerst zum Zentralplatz gehen? Die Szenerie würde die Stimmung etwas entspannen. Wegen mir? I mind. Da ist eigentlich... Nennen sie eigentlich Moment, ich nenne immer mind. Egal. So, sie putzt die Pause hier. Können wir mal hier irgendwie mal die Abkürzung nehmen? Ich habe keinen Bock jetzt da ewig und 3 Tage zu laufen. Wo ist der Busch? Gut. Ich weiß, was blüht. Ein Dach. Ne, hier muss ich hin. Also, vor einigen Tagen offenbarte mir Nora, dieses hübsche Missionarsmädchen, bei einer Verabredung ihre Gefühle. Ich habe ihr bisher noch nicht wirklich geantwortet. Das kam alles so plötzlich. Ich erzähle ihr gerne Geschichten über meine Abenteuer. Ich habe sie aber immer als kleine Schwester gesehen. Ich würde lügen, wenn ich behaupte, ich fände sie gar nicht attraktiv. Ich habe momentan aber nur den Kopf für die Ziviltruppe. Ich zögere noch, sollte ich Noras Gefühle erwidern, wäre das eine große Veränderung für mich. Wenn ich mich in eine Beziehung stürze, muss ich sicherstellen, dass ich ihr mehr Zeit schenke. Was denkst du? Ich denke, Nora ist wirklich nett. Du solltest es in Betracht ziehen. Vergiss es. Ich weiß nicht recht. Ihr beide passt nicht wirklich zueinander. Ja, das. Das stimmt. Sie ist etwas jünger als ich. Und uns trennen 2 Welten. Mein Job ist außerdem sehr gefährlich. Ich will nicht, dass sich jemand Sorgen um mich macht. Ach, komm mal, du kriegst es hin. Danke, das Gespräch mit dir war wirklich hilfreich. Ich werde mit ihr reden müssen. Genau, Frau Brügelse. Gut, Arlochen. Haben wir das geklärt? Wo ist denn überhaupt? Habe ich dir überhaupt schon Geschenke gegeben? Nö, ne? Nora, gefallen meine Abenteuergeschichten. Ich habe sie gerne als Zuhörerin. Ich höre dir auch immer zu. Ach, hier. Bitteschön. Oh, das gefällt mir. Du bist sehr nett. Wo ist denn überhaupt meine kleine süße Sam? Mit der will ich mich doch mal treffen. Sam! Sam! Wo ist die denn? Die muss ich immer suchen und ich muss eigentlich mal mein Pferd mal wieder. Aha! Na ja, gut, egal. Die schleicht doch sonst auch immer hier oben rum. Ihr wollt nur den komischen Mixer noch mal haben. Hallo? Hallöchen. Jetzt suche ich die wirklich. Vielleicht finde ich sie jetzt dann mal irgendwann. Wenn nicht, gibt es dann halt ein Schnitt. Achso, ist nur Emily. Hi, Emily. Was willst du? Mein Appetitproblem kann nur durch eine Bestellung Obstsalat gelöst werden. Ich löse auch deine Probleme. So. So, das ist Arlo mit den Psycho-Augen. Die brauche ich nicht. Entschuldigung. Oh, Rock. Sei meine Gutste, du wolltest doch auch mal irgendwas von mir. Früher habe ich ihn Captain Arrow genannt, weil er es netter klang. Aber ihm gefiel der formelle Ton nicht. Na, wen hast du Captain Arrow genannt? Hier. Ah, das gefällt mir. Du bist sehr nett. Jo. Ich mag dich auch, Sam. Ah, Sam rennt einfach weg. Was brauche ich denn überhaupt noch von dem Bohrer? Wo bin ich nicht stehen geblieben? Stahlhöhlen. Okay. Bin ich da nicht gerade schon in Arbeit? Würde ich denn sagen? Ist doch alles schon in Arbeit. Oh, Pferd, erschreck mich nicht so. Bleib mal kurz da. Sonst stehst du mir um wie ich rum. Ja. Den Bohrer montieren müssen wir. Mal gucken. Was brauche ich denn noch für die Stahlhöhlen? Irgendwas brauchte ich noch. Stahlplatten, Stahlrahmen. Hier muss ich hin.
Wir sind nicht Steuerer. Zwei kann ich machen. Drei brauche ich auch. Ach. Ja, machen wir noch ein paar. Mach mal. Fünf. Und dann tanken wir hier auf. Und hier kommen auch noch mal fünf, wenn wir noch machen. Da brennt sich das ein bisschen ein. Gut. Also zwei Stahlhöhen können wir schon mal machen. Gut. Dann brauche ich noch einen Stahlrahmen. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, können wir wieder verkaufen. Ja. Ein paar Geschenke habe ich schon mal. Super. So viele Ausrufezeichen hier. Der will schon wieder mit mir rennen. Gott. Wo will er mich diesmal hinscheuchen? Warte. Hallo. Ich will mich nicht hinsetzen. Ich will mit dir interagieren. Hallo. Noah, das hatten wir doch schon. Hier kriegst du noch ein kleines Geschenk von mir. Hier habt ihr das noch wegen mir. Achso, Ach, ich will mich nicht hinsetzen. Ich will mit dir trainieren, Mensch. Mal sehen, wo er mich denn. Wo ist er denn hin? Hallo? Wo rennst du denn immer zu hin? Wenn wir zusammen joggen gehen, ich bin jederzeit startklar. Super, lass uns gehen. Wo willst du denn schon wieder. Warum immer die Peach Plaza? Ist denn das so besonders? Na komm, dann trainieren wir wieder, machen unsere Morgenroutine mit der Ziviltruppe. Bin da. Gut, wohin jetzt? Zum Wasserfall. Jo. Na ja, gut, dann. Dann laufen wir mal zum Wasserfall. Der spricht aber einen hin und her. So, und das Pferd begleitet mich aber jedenfalls. Das ist schon mal schön. Und das Lama. Verzieh dich. So. Warum machst du nicht mal endlich mit? Wieder das mit Carol oder ich sage mal Carol, obwohl es Carol heißt, aber egal. Muss ich auch noch machen. Aber ich habe mal keinen Bock. Ich könnte eigentlich mal zu der Kiste rein. Boah, es ist aber eine Strecke. Und nicht diese Igel, die. Gut. Hier sind wir. Oh, das ist ja laut. Ha, geschafft. Mein Körper wird stärker und stärker. Ach, und jetzt latscht sie wieder zurück. Na gut. Sind wir so frei und lassen? Hallo, willst du zusammen mit mir reiten? Du musst nicht den ganzen Weg zurückgehen. Na komm. Feuer frei. Setz dich an den Toren ab. Da kannst du dann dein Ding machen, was du sonst auch immer machst. So. Gut. Was war denn jetzt hier für eine Versammlung? Huch. Hier war irgendwas. Of our city's museum. I hope everyone will help contribute to this institution to make it something we all can be proud of. Merlin has volunteered to be the curator of this museum. Everything inside will be under her care. Wunderschön. Albert, hey! Hey, Builder. You seem like a pretty social type. Hey Handwerker, du scheinst mir ein geselliger Typ zu sein. Hast du einen Moment, um deinen alten Freund Albert unter die Arme zu greifen? Du bist kein Freund von mir. Oh, na gut, was willst du? Großartig. Das ist großartig. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Also, so sieht's aus.
Du kennst doch Gast, oder? Großer Kerl, lange Haare, ein bisschen steif. Wir kennen uns schon lange. Er ist einer der Gründe, warum ich nach Portia gekommen bin, um die A und G Bau zu eröffnen. Nun, Gast hat eine Schwester, Ginger, und sie ist einfach eine Schönheit. Ein wirklich atemberaubendes Mädchen. Es gibt nur ein Problem. Sie geht nicht viel raus. Was für eine Schande, nicht wahr? Angeblich soll sie ein Gesundheitsproblem haben. Ich kenne die genauen Umstände nicht. Gast weicht immer aus, wenn ich ihn darauf anspreche. Und hier kommst du ins Spiel. Ich brauche dich, um diese geheimnisvolle Schönheit aufzuspüren und mehr über sie herauszufinden. Sobald du mehr über sie herausgefunden hast, kommst du zurück zu mir. Ich warte auf dich. Du mit deinen Psycho-Augen, du machst mir Angst. Was denkst du über unser Design des Portia-Museums? Es ist auf jeden Fall besser als das dreckige alte Gebäude in Atara, meiner Meinung nach. Okay, deiner Meinung nach? So, ups. Meiner Meinung nach hast du immer noch Psycho-Augen. Hey Remington, ich hab noch was Schönes für dich. Hallo, Remington? Hallo? Hallo? Was willst du, ein Blümchen? Ach, du kriegst Blümchen von mir. So. Achso, ich kann mit dir auch reden, vielleicht hast du ja was Neues. Nein, du hast immer noch das Gleiche. So. Gut. Ach, wir könnten ja eigentlich, das wollte ich ja schon immer zu machen. Mit Sam mal, uns mit Sam mal wieder treffen. Was heißt wieder? Mal treffen. Wo ist er denn? War doch eben hier. Wo schleicht sie rum? Ja, du bist im Weg. War die hier hinten? Ja, hier hinten. War so gut. Hey, Sam! Hallo. Guten Tag. Hey, du! Du siehst gut aus. Gib in den Ruinen. Ach, erwarte nicht, dass ich dir jedes Mal den Hintern rette. Okay? Du hast mir noch nicht ein einziges Mal den Hintern gerettet. Obwohl, du bist nicht so nutzlos wie Remington. Das muss ich zugeben. Und da. Hier kriegst du eine Hüfttasche von mir. Wow, das wollte ich schon immer haben. Danke, ich bin so glücklich. Du bist auch jedenfalls nicht so emotionslos wie der Typ, der da gerade vorbeiläuft. Alter, ich will mit dir noch was machen. Hier willst du nicht mit mir abhängen. Wir nehmen den Zentralplatz. Wann hast du denn Zeit, Sam? Komm, 14 bis 16 Uhr. Und komm pünktlich. Das ist hoffentlich dein Training ein bisschen vorbei. Ju, dann gehen wir mal kurz. Schleichen wir uns mal kurz zu Ginger. Was ist das denn da hinten für ein Ausrufezeichen? Darf ich mal kurz zu Ginger gehen? Was ist das? Kaputtes Geländer. Was ist das da? Da war das Fischeintopf. Kaputtes Geländer. Okay. Ach ja. Hubala. Ach so, ich will hier rein. Ach, nur Probleme. Ginger. Hi. I heard from Papa that you solved the polluted water issue. Also. In the end. Ich habe von Papa gehört, dass du zusammen mit Sam das Problem mit dem verschmutzten Wasser gelöst hast. Was ist am Ende passiert? Erzähl mir alles darüber. Erinnerst du dich an den Banraditenprinz? Er hat sich herausgestellt, dass... Ein sprechender Rattenkönig, jetzt habe ich wirklich alles gehört. Es war bestimmt beängstigend, in so eine Ruine zu fallen. Oh, und Sam schien so stark... Ich habe einen Sprachfehler heute. Und Sam schien so stark zu sein. Ich bin froh, dass du es unverletzt hinausgeschafft hast. Oh, hallo. Willst du mehr über mich erfahren? Das ist aber nett von dir. Ich habe ein gesundheitliches Problem, weshalb ich kaum nach draußen gehen kann. Aber das ist in Ordnung. Ich habe einige Hobbys, denen ich sehr gut drinnen nachgehen kann. Ich lese gern und stelle kleine Schmuckstücke her. Für mich sind Bildung und Kreativität das Schönste und Wichtigste. Und das gilt für jeden. Übrigens suche ich nach einem Buch namens Reise in den Osten. Es ist ein Klassiker, aber so schwer zu finden. Die Geschichte klingt so traumhaft. Eines Tages möchte ich auch auf so ein Abenteuer gehen. Ich habe gehört, dass es in der verlassenen Mine am Rande des Euphola-Tunnels dieses Buch gibt. Das war eine der ersten Minen, die bei der großen Wanderung nach Süden von Etea aus erschlossen wurde. Ich habe Gerüchte gehört, dass es dort Monster geben soll. Oh, das hat gar nichts mit dem Buch zu tun gehabt. Egal. Ich glaube, ich hab's irgendwo schon rumliegen. Wenn ich mich nicht irre. Ach, Albert ist jetzt bestimmt unten bei sich, ne? Der muss ja auch arbeiten, im Gegensatz zu anderen Leuten. Wie ich.
Wo ist er denn? Du bist doch hier. Nö. Ach, der geht gar. Na ja, gut, heute ist Samstag, ne? Ein bisschen doof. Albert, ich habe was für dich. Wo ist er denn? Albert? Ach, jetzt hängt er hier mit Gast rum. Guten Tag. Ein Mädchen, das gerne liest? Ja, das ist gut. Ich mag es, wenn sie intelligent ist. Ich glaube, du findest das Buch bei der Tafelrunde in Jiangwus Restaurant. Vielleicht musst du ein oder zwei Spiele spielen, aber das ist ja nicht so viel verlangt, nicht wahr? Er hat immer solche Psycho-Augen. Dem möchte ich nicht begegnen nachts. Vor allen Dingen, wenn er dann vor meinem Bett steht. Mit diesen Augen. Gruselig. Hallo. Ab. Ab. Ist hier mal was fertig, dass ich mal noch was machen kann? Ja, wenn ich sogar hinkriegen. Auch noch eine? Ach so, geht nicht. Ich brauche eine Stahl. Ich drauf. Das ist falsch. Hier muss ich hin. wo ist denn das? War das jetzt so weit hinten? Bin doch bestimmt schon durch. Jo. Gut, und jetzt können wir den Stahl, die Stahlhülle machen. Und dann haben wir den Bohrer schon. Super. Platzieren. Gut. Pferd, wir gehen mal ganz kurz. Meint müsste auch mal irgendwo rumschleichen. Aber wir machen das mal. Das wir wegkommen. Und ich gucke mal, ich habe doch bestimmt irgendwo das schon gehabt. Hier nicht, was? Ist das falsch? Nee, das ist Theorie. Ich hatte doch irgendwo ein Buch schon gehabt. Nein. Hier nicht noch irgendwas stehen? Habe ich doch nicht gehabt. Ich dachte eigentlich, ich hätte es gehabt. Ist das hier? Achso, unbekanntes Rezept. Ich bin aber auch, bis ich das bei hier kapiere. Nein, nein. Ich dachte eigentlich, ich hätte es gehabt, aber es war doch nicht so. Da müssen wir doch in den sauren Apfel beißen und das dann müssen wir dann spielen. Naja, gut, egal. Da müssen wir mal halt ein paar Pfennige abgeben. Alles mache ich dann offscreen. Also das schneide ich dann raus, sagen wir es mal so. Wo ist denn mein? Der Minze oder wie auch immer. Wo ist er denn? Nee. Der ist da hinten. Ach, ich muss bis da hinten hinlatschen. Naja gut, dann sehen wir uns dann gleich erstmal in der Mine. Bis gleich. Doch, der ist da hinten. Ich wollte schon sagen, der steht nämlich da wie bestellt und nicht abgeholt. Meint. Oh, alles klar, ich kann kaum glauben, dass du es geschafft hast. Du hast doch dunkle Magie benutzt, hm? Du bist ein unglaublicher Handwerker. Ich habe dieses Projekt angefangen als Gefallen für Onkel Gay. Er hat mich sehr unterstützt. Ach, das ist dein Onkel. Naja. Man kann ja nie verwandeln. Das sieht aber jetzt richtig cool aus. Das ist aber wirklich gut gemacht. Ja gut, das war jetzt ein bisschen doof, dass das jetzt da zwischen den Felsen darunter geht, aber egal. Da war ja nicht alles. Na gut, dann sehen wir uns dann den nächsten Tag wieder. Ey,
Albert, du mit den Psycho-Augen. Wenn wir hier. Wow, du hast es getan. Danke vielmals, mein Freund. Ich hoffe, du denkst nicht schlecht von mir, weil ich das Mädchen so über Umwege erreichen will. Es wird einfach kompliziert, wenn dein bester Freund ihr Bruder ist. Mit diesem Buch werde ich das Mädchen meiner Träume beeindrucken. Grusel, Grusel, Grusel. Dr. Su, was haben Sie denn noch auf dem Herzen? Was ist das? Hast du in letzter Zeit das Gelände oberhalb der Schule gesehen? Es ist vollkommen abgenutzt. Ich befürchte ständig, dass sich eines Tages beim Verfolgen jemand den Arm brechen wird. Kannst du es reparieren und mich beruhigen? Danke. Ja klar, Dr. Su, für dich doch gerne. Stahlplatten brauche ich noch, okay. Ja gut, das kriegen wir hin. Ja gut. Und das machen wir alles im nächsten Part von My Time at Portia. Ja, das wird bestimmt hier schön geschnitten sein. Aber egal. Ich sag dann jetzt erstmal, schaut mir und wir sehen uns dann beim nächsten Part von My Time at Portia wieder. Ciao, ciao.